Jetzt. Oh mein Gott. Hi Amis, ich bin's wieder, eure Melissa Ming und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich habe ja gestern schon zu dem neuen Song Digital War von August D reagiert und der war einfach der Hammer. Nein! What? Also schaut unbedingt vorbei, den Link habe ich euch einmal in die Beschreibung gesetzt. Und heute gibt es noch einmal eine Fortsetzung. Und zwar reagiere ich auf das Video BTS Things You Didn't Notice in Digit War Music Video. Mir ist ja gestern schon beim Anschauen des Videos aufgefallen, dass einfach Jin und Jungkook zu sehen war. Das war einfach so eine krass witzige Szene, ich konnte einfach nicht mehr. Ich denke, das wird hier bestimmt auch gesagt. Und mir sind persönlich im Nachhinein auch nochmal Szenen aufgefallen, die ich im Video nicht erwähnt habe und die auch mehr krass sind. Und wenn die nicht in dem Video hier erwähnt werden, dann werde ich auf jeden Fall nochmal separat nach dem Video hier drauf eingehen. Okay Leute, dann würde ich sagen, wir starten mit dem Video und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. So, das Video ist von Omusio. Okay, ich habe keine Ahnung, ob ich den Namen jetzt richtig ausgesprochen habe. Das Video hat auf jeden Fall über 300.000 Klicks, 32.000 Likes und wurde vor 17 Stunden hochgeladen. Also mega krasse Leistung, finde ich. Okay, bei dem Bild sieht man direkt Jungkook am Anfang. Ich bin mega gespannt, was jetzt auf mich zukommt. Dann würde ich sagen, let's go! Bingo! Let's get the bread. Bingo! Ich glaube, das ist das Intro. 들을 수 있는 건 가까운 나는 아니다. 가깝지는 않다. 아, 전일 동안 그러진 않아요, 여러분. 아, 네. 좋네. 네. 진짜. 조금만 좀 여유롭게 기다려 주세요. Ungelungen, alle Amis gestern. So, Things You Didn't Notice in August, die Digit War Music Video. Bin voll gespannt. Okay, also das war schon mal der Anfang. Okay, dass er blond ist, ist mir jetzt auch aufgefallen. Lucky's Animal Alive. Was? Was stand da jetzt? Deadly Stare Part 2. Wer ist das? Soll das irgendein Member sein? Okay, das ist die beste Szene. Ich sag's euch hier. Aber die vorherige Szene hat mich irgendwie verwirrt, weil ich habe irgendwo gelesen, dass Jimin vorkommt. Vielleicht ist er das. I don't know. Man sieht ja gar kein Gesicht, ne? Also, keine Ahnung. Hey, die geilste Stelle ever, als ich das gesehen habe gestern. Ne, ich habe meinen Augen nicht gesagt. Schaut euch das mal an, bitte. Guck mal, Jins. Jins Blick einfach. Ich kann nicht. Leute, ich muss euch unbedingt einen Meme zeigen. Ich folge so einer Seite, das ist nicht die offizielle Seite von Big Hit, aber eine Fanseite. Hier, ich glaube, das war diese Seite hier. Die heißt BTS Big Hit Official, aber ist nicht offiziell, obwohl die 3,2 Millionen Likes hat, auch voll krass. Das Video hier, schaut euch das an, bitte. Schau mal jetzt gleich, wenn Jin kommt. Jetzt. Hey, die Musik, ich kann nicht. Oh mein Gott. Vor allem mit der Hintergrundmusik noch, weißt du? Oh mein Gott. Okay, so viel dazu. Ich musste euch diesen Meme einfach zeigen. Ich konnte nicht mehr. Da war einfach so witzig. Okay, weiter geht's mit dem Video. Step on me. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Genau, diese Chanel-Kette, als er im Auto saß, ist mir aufgefallen, dass er eine Chanel-Kette getragen hat. Ich dachte mir so, läuft.
Did you know people with scars wouldn't ascend to the throne in the old Korean dynasty, really? Also, ich glaube, die Wunde ist nicht zu übersehen, ne? Also, ich glaube, uns ist das wirklich jeden aufgefallen, aber krass, das wusste ich gar nicht. Sieht aus wie Scar von König der Löwen. Genau, den Text habe ich auch gelesen hier. Ich habe mir ja danach die Übersetzung durchgelesen. Born a slave, but now a king. Boah, der Satz, ne? Einfach mega cool, ey. Hate das BTS. Kennt ihr den? Das ist dieser Ad von diesen Fiancé-Serie da. Und Rose heißt sie doch. Yes, das ist mir auch aufgefallen. Also das war eines der Szenen, die ich auch mit euch besprechen wollte. Aber wie man sieht, ist der Person, die das gemacht hat, auch aufgefallen. Also man sieht hier schon eine Andeutung, dass derjenige keinen Kopf mehr hat, ne? Also hier ist zum Beispiel diese Kiste, wo die Köpfe dann reintun. Ich fand das so mega brutal. Ich dachte mir so, ist das überhaupt erlaubt? Weil ich glaube, alle YouTuber wissen das. Wir haben eine neue Upload-Funktion und du musst da angeben, ob da Inhalte drin vorkommen, die nicht jugendgerecht sind. Dazu gehört das aber auf jeden Fall, ne? Also finde ich jetzt. Weil ich finde das schon krass, ne? Schaut mal. Ja, ey, Leute, genau das wollte ich auch mit euch besprechen. Ich habe genau hingeguckt, ich dachte mir so, oh mein Gott, das sind doch Köpfe, oder? Hier sieht man eindeutig Blut, ne? Und guck mal, hier sind sogar Haare. Leute, das sind Köpfe. Ich dachte mir so, das muss doch eigentlich ab 18 sein, oder keine Ahnung. I don't know, also ich finde das irgendwie voll verstörend bei näheren Hinschauen. War schon krass, ne? Ey, ganz ehrlich, ich finde, er sieht mit blonden oder mit schwarzen Haaren einfach nur mega gut aus. Ich finde die schwarze sogar noch besser, aber ich, wow, einfach mit der Chanel-Kette, der Style an sich, dieser Street-Style, mega. Bradman! Genau, also der Move war einfach nur, ich glaube, den haben auch die meisten verstanden, dass geköpft wird, sozusagen. Also manches braucht man wirklich nicht zu erklären. Das hat man auch einfach gesehen. Okay, also die Musik jetzt gerade passt so einfach null dazu. Er wird so auf dem Weg zu sein. Seiner Beerdigung, sag ich mal, jetzt so gebracht und die Musik passt da einfach null. Oh mein Gott, ich hatte bei der Szene so Angst, ne? Ich sag's euch. Stimmt wirklich. Genau, das wollte ich jetzt gerade auch nochmal erwähnen. Der Creator hat ja am Anfang gesagt, dass das, die hinteren Leute hier, wo drauf er drauf gesteppt ist, sozusagen die Hater sind. Was ich aber nicht denke, weil man sieht, dass er ja diese Bewegung macht, diesen Flip hier, und die anderen machen das automatisch mit, ne? Also ich denke schon, das sind seine Verbündeten. Also vielleicht auch wir Amis. Finde ich zwar irgendwie unlogisch, dass der dann auf uns steppt. Aber so, versteht ihr, was ich meine? Schaut mal.
Die wippen ja alle mit ihnen, ne? Also denke ich, die sind alle auf seiner Seite. Also meine Theorie. Alright, May. Okay, das war's schon. Also, ich muss sagen, mir sind echt viele Sachen aufgefallen, die auch in dem Video erwähnt werden. Was mich verwirrt hat am Anfang, ist hier die Stelle. He's popping off. Wer soll das sein? Das sieht nicht aus wie Jimin. I don't know, aber ich habe irgendwo gelesen, dass Jimin angeblich drin vorgekommen ist. So, das, was ich zum Beispiel noch nicht wusste, ist zum Beispiel das hier. Das mit der Narbe finde ich mega krass. Schon wieder was Neues dazu gelernt. Und das, was ich halt am krassesten finde, ist halt die Szene hier, ne? Also ich finde die schon echt ein bisschen brutal. Vor allem, ihr seht hier auch zwei Männer hinten, die gleich auch dran sind nach ihm hier. Und vor allem das, ne? Leute, oh mein Gott, so. Bei dem ersten Hinschauen hat man das nicht wirklich bemerkt, ne? Aber ich habe das Video ja mehrmals gesehen danach. Dann ist es mir auf jeden Fall aufgefallen, ne? Also sozusagen, er ist der King und er kann machen, was er will sozusagen. Finde ich mega krass. Also ich finde es jetzt auch nicht schlimm, aber ich wundere mich nur, warum... Also es gibt ja eigentlich immer so eine Warnung, ne? So speziell für Kinder oder nicht für Kinder geeignet, so. Versteht ihr? Ich weiß nicht, vielleicht sind ja irgendwelche Kinder mega sensibel, weil Amis sind ja mega jung auch dabei, ne? Deswegen, I don't know. Okay, also die meisten Sachen wusste ich wirklich schon. Und bei der einen Sache, da streitet man sich, ne? Ob das jetzt stimmt, dass diese schwarzen, bekleideten Männer Amis waren oder Haters. Also ich würde sagen, das sind seine Verbündeten, also sozusagen die Amis. Aber der Creator sagt was anderes. Aber ich glaube, wir können das gar nicht richtig wissen. Wir können nur spekulieren. Und ungelogen, ne? Ich höre das Lied die ganze Zeit. Vor allem, er rappt einfach so schnell. Seine Rap-Skills sind einfach der Hammer. Und ja, Leute, das war's auch schon mit meinem Video hier. Schreibt mir gerne einmal unter die Kommentare, was ihr davon wusstet, beziehungsweise was ihr davon nicht wusstet. Und wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da und subscribe nicht vergessen, macht die Glocke, um nicht zu verpassen. Folgt mir auch gerne auf Instagram, um ebenfalls nicht zu verpassen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal.